Für saubere Straßen sorgen sie seit jeher. Jetzt wollen sie aber auch für saubere Luft sorgen. Die Entsorgungsbetriebe der Stadt Mainz, die setzen ab sofort auf 2 innovative Elektromüllwagen. Die sehen eigentlich genauso aus wie normale Entsorgungsfahrzeuge und können praktisch genauso viel. Aber unter der Haube sitzt hier eine riesige Brennstoffzelle und ein gigantischer Tank voll Wasserstoff. Das reicht dann für eine komplette Schicht der Mainzer Müllmänner und spart knapp 300 Tonnen CO2 pro Jahr. Die ersten beiden Fahrzeuge drehen dank Bundesförderung schon jetzt ihre Runden. Ob es noch mehr werden, das habe ich den Chef der Entsorgungsbetriebe Michael Potthast gefragt. Das erste Fahrzeug, was wir haben, ein zweites Fahrzeug, ist jetzt im Zulauf zu uns. Das erwarten wir noch Ende dieses Monats oder Anfang nächsten Monats. Und wenn es die Fördergeber zulässt, dann werden wir auch nächstes Jahr weiter investieren und 2 weitere Fahrzeuge beschaffen. Statt knatterndem Diesel geht es jetzt im Flüstermodus durch die Mainzer Innenstadt. Laut wird es dann nur noch, wenn die Tonnendeckel beim Ausleeren aufschlagen, sagte mir Oberbürgermeister Michael Ebling. Deutschlandweit gehört man übrigens zu den ersten Städten, die die Entsorgungsflotte jetzt auf E-Fahrzeuge erweitern.